dieser Moment, wenn man Katzen hat. Oh, geiles Wetter. Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade im Auto auf dem Weg nach Iserlohn zum Wimpern machen, weil ich so gut wie gar keine Wimpern mehr habe. Und es ist mega sonnig und ich habe einfach nur einen Pulli an, ohne Jacke. Und es ist trotzdem richtig warm. Es ist richtig warm. Voll geil. Ja, ansonsten, heute ist Freitag. Wochenende. Wie sieht mein weiterer Tag aus, nachdem ich beim Wimpern machen war? Gehe ich einkaufen. Dann werde ich mir erstmal was kochen zu Hause. Dann werde ich ein Video drehen. Und je nachdem, wie viel Zeit dann noch ist, eins schneiden. Und abends arbeiten, also um 21 Uhr muss ich arbeiten. Ja, das ist der Tagesplan. Und Fabio ist jetzt auch arbeiten. Und wenn Fabio Feierabend hat, muss ich zur Arbeit heute Abend. Sprich, wir sehen uns erst morgen früh, wenn ich von der Arbeit wiederkomme. Und das finde ich echt kacke. First World Problems. Ja. Naja, jetzt fahre ich erstmal eine Weile und ich höre gerade. Oh, gerade war noch Ed Sheeran. Nicht mehr. So, da sind wir. Und ich sehe einfach aus wie eine Katze höchstpersönlich. Well. Hallo! Ich bin jetzt erstmal einkaufen, bin vom Wimpern noch wieder da und werde jetzt ein bisschen Gemüse kaufen. Klasse. Das ist auf jeden Fall die falsche Abteilung. Ich brauche Gemüse. Und er hat halt nur mit nach Hause gebracht, ne? Hallo, ich bin wieder zu Hause. Guckt euch meine Wimpern an. Schön. Und jetzt werde ich erstmal kochen, weil ich saumäßig Hunger habe. Und ich werde mir jetzt Kohlrabi-Pommes machen und Low-Carb-Burger. Also im Prinzip Hackfleisch mit Salat. Das werde ich jetzt machen. Und als erstes werde ich jetzt mal die Kohlrabi-Pommes machen. Und wenn die fertig sind, werde ich mal die Katzen auf den Balkon lassen. Weil es so schönes Wetter ist. Aber ich habe so Hunger, deswegen muss ich jetzt als erstes mal die Kohlrabi-Pommes schnibbeln. Und in den Ofen schmeißen. Ich habe Hunger. Was sind das bitte für Riesenkohlrabi? Die sind riesig. What the fuck? So, fertig geschnibbelt und das Ganze würze ich jetzt mit Salz und Paprikapulver. So, yummy. Und das Ganze kommt jetzt bei 200 Grad für 20 Minuten in den Ofen. So, was ist das Resultat? Circa ein Kilo Kohlrabi-Pommes und Riesen-Low-Carb-Burger. Geil. So, ich habe jetzt gegessen und würde sagen, ich lasse jetzt mal die Kätzchen ein bisschen raus. Oh wow, mein Balkon ist ja super aufgeräumt. Katzis, komm her! Ja, wo sind die anderen? Guckt mal! Oh wow, scheiß Wind. Vielleicht sollte ich... Warum liegen hier Zigaretten, wenn niemand raucht? Leere Zigaretten. Klasse. Okay. Kommen Sie! Komm! 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 Wo ist denn Styles? Der ist doch immer der Erste, der draußen ist. Der hat das bestimmt noch gar nicht gecheckt. Styles! Mal sehen, wo der ist. Weil wenn der checkt, dass die Tür auf ist, ist der Flup draußen. Stylesy! Da bist du, komm mal mit! Komm mal mit! Komm, wir gehen raus, komm! Fliegender Kater, fliegender Kater! Guck mal! Guck mal, die Tür ist auf! Ja, schnell! Vielleicht sollte ich hier einmal aufräumen. Ja, kommst du auch raus? Komm! Ja, komm! Du darfst ruhig rauskommen.
darfst doch in der Tür stehen bleiben, wenn du unbedingt willst, aber du darfst auch rauskommen. Kein Scheiß. Na komm. Oh, mutige Katze. Und Styles auf seiner Position. Wow, dieser Balkon sieht echt aus wie ein Urwald. Oder wie eine Müllkippe. Oder beides. Die zweite Lady hat sich auch rausgetraut. Hallo Nala. Wie sie hier lang schleichen. Ja, ihr wart lange nicht mehr draußen, ne? War ja auch Kackwetter. So, Leute, ich habe mir jetzt gerade ein bisschen Locken gemacht und ich frage mich, wer ist er? Und warum will er nicht gelockt sein? Und ich werde mich jetzt schminken, beziehungsweise ich werde jetzt ein Video drehen. Beides. Und ich hoffe, das wird cool. Und dann melde ich mich später wieder. Wünscht mir viel Spaß. Danke. Fertig mit Drehen. Sehr gut. Und jetzt muss ich mich gleich fertig machen, damit ich zur Arbeit gehen kann. Jawohl. So, dann wollen wir mal. Irgendwie war ich eine ganze Weile nicht arbeiten. Was aber auch stimmt. Letztes Wochenende war ich krank. Davor das Wochenende war ich in Amerika. Und davor das Wochenende war ich auch schon in Amerika. Ja, ich glaube schon. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's jetzt arbeiten in die Disco. Nach langer Zeit mal wieder. Guck mal, heute ist Bravissimo, 90er, 2000, guck mal, was an mir hängt. Ich kann das gar nicht filmen. Ich mach das für dich, mein Schätzchen. Das sieht wirklich aber aus wie das Nike-Logo, so ein bisschen. Da ist er. Also falls Außenbild, bitte. Mich kann man halt nicht verlieren. Ich weiß ja, aber du musst dann aber wirklich die ganze Zeit so langsam rumlaufen. Weil... Ich gehe rein. Bei mir. Aber der ist viel zu hoch. Aber der ist rosa. Das ist auch voll cool. Ich feier das. So eine Farbe habe ich schon ewig nie mehr gesehen. Ich habe so eine in schwarz. Ja, ja, so eine Farbe meine ich. Und alle immer so, das ist zu hässlich, jetzt habe ich auch. Ich auch. Oder hast du schon? Was hast du hier? Was machst du? Ein Puschel für Mikro. Auch einfach so? Nee, auf dem Mikro? Einfach so. Einfach so. Mikro. Ich finde das schön, so, wenn meine Kamera eine Frisur hat. Oh, das stimmt. Das Mikro, stimmt. Wenn du Wind. Ist aber schon ganz schön alt, ne? Ist das die neue? Nein, ne? Ja, das ist die neue, ne? Was für ganz schön alt. Bei den grauen Haaren. So. Schon direkt in der Ehre beleidigt. Wie die sein. Wie so 3 Wochen Kamera. Boah, die ist aber ganz schön alt. Komm, schon ein bisschen was älter als 3 Wochen, da bin ich mir aber ziemlich sicher. Ja, okay, vielleicht 2 Monate. So, ich lasse diese Kette. Das war nicht so erfolgreich. Komm, ich geh jetzt auf. Er bleibt da. Fridolina. Er hat etwas bestellt. Kannst du bitte lass ihn mal ein Gesicht malen. Haben wir nicht noch ein Edding? Oh, scusi. Wir haben irgendwo ein Edding. So, Freunde. Hier. Der hat ja hübsche Haare. Yeah. Ich finde ihn geil. Ich habe Vanessa gemalt. Live so. Mann, ey. Mann. Er begleitet uns jetzt hier. Er liebt uns. Vom ganzen Herzen her. Er hat ja auch süße Zähne, oder ist das seine Zunge? Ich dachte, das wären Zähne. Au, hoppla. Ich bin wieder zu Hause. Und es war nicht ganz so mega geil auf der Arbeit. Wie ihr hört, meine Stimme ist auch nicht ganz so mega geil. Weil ich einfach gemerkt habe, dass ich immer noch nicht richtig gesund bin. Und es wurde ein bisschen schlimmer auch auf der Arbeit. Deswegen, was soll's. Naja. Ich werde mich jetzt abschminken, die Katzen füttern und dann hoch zu Fabio gehen, schlafen. Und dann sehen wir uns morgen wieder.